Einen besonderen Ohrenschmaus der Extraklasse erlebten die Zuhörer in der bis auf den letzten Platz gefüllten Sporthalle Fähring. Die Musikschule Fähring mit den Standorten Bad Gleichenberg, Hatzendorf, Trautmannsdorf und Unterlamm hat wieder zu ihrem traditionellen Konzert geladen. Dieses ist im Zeichen des 20-jährigen Jubiläums der Big Band Fähring gestanden. Bandleader und Mastermind Johann Brassel ist als Gründungsvater schon seit dem Anfang an dabei. Und dieser Anfang war nicht immer einfach. Wir hatten nicht so viel Personal, wie es zurzeit ist. Wir hatten nur 3 Saxophone, 3 Posaunen, 3 Trompeten. Und wir haben langsam begonnen zu proben, einfachere Stücke. Und das hat sich die Jahre hin gesteigert. Es hat sich dann so ergeben, dass die Schüler immer besser geworden sind. Wir eine tolle Rhythmusgruppe gehabt haben, bessere Literatur, schönere Literatur uns besorgt haben. Und so ist das kontinuierlich gestiegen. Seit vielen Jahren veranstaltet die Musikschule Fähring dieses Konzert. Neben der Big Band zeigten auch das Mini-Orchester unter der Leitung von Stefan Kaufmann und das Maxi-Orchester, geleitet von Peter List, ihr hervorragendes Können. Und das ist auch der Hintergrund für dieses Monsterkonzert. Insgesamt haben rund 150 Musikschülerinnen und Musikschüler teilgenommen. Wir haben gehabt 25 mit unserer Big Band und die restlichen 125 Schüler waren bei unserem Mini- und beim Maxi-Blasorchester involviert. Die Musikschule Fähring ist sehr breit aufgestellt. Es gibt musikalische Erziehung für alle Altersstufen und Instrumente. Wir haben eine sehr gute Ausbildung für die Basis. Das heißt, wir haben für 2- bis 4-jährige Kinder das Eltern- und Eltern-Kind-Musizieren. Das heißt, ein Elternteil und ein Kind oder mit ihrem Kind erleben gemeinsam Musik. Dann haben wir die musikalische Früherziehung. Das ist für 4- bis 6-jährige Kinder für den Einstieg oder auch Nicht-Einstieg in die Musikschule, das heißt einfach spielerisch mit der Musik in Berührung kommen, singen, tanzen, mit elementaren Begriffen der Musik in Berührung kommen, um Freude oder Interesse für die Musikschule zu wecken. Jedes Jahr lädt die Musikschule prominente Stargäste ein. Heuer ist es Mulo Franzell, der Chef der Formation Quattro Nuevo, die 2 Tage vorher in Fähring ein fulminantes Konzert präsentierte. Die Big Band spielte auch 2 Kompositionen von ihm, die er selbst für dieses Konzert arrangierte. Aber auch Mitglieder der Big Band, wie Klaus Sundl oder Musikschüler, traten als Solisten hervor. Eine besondere Einlage war die Tanzperformance, in der Lena Brassel, die Tochter von Johann Brassel, ihr perfektes Können zeigte. Es war heuer das 20-Jährige, war ganz ein besonderes Konzert. Muss man den Hans Brassel wirklich gratulieren, dem gesamten Team, dem Direktor. Das ist eine tolle Aufbauarbeit über 20 Jahre hindurch. Und dass das so stetig die Qualität hält, ganz was Besonderes. Mit der Einladung für das Konzert im nächsten Jahr und dem traditionellen Radetzky-Marsch ging dieser musikalische Ohrenschmaus zu Ende. Tosender Applaus des Publikums inklusive.